Die Apokryphen in der Übersetzung von Dr. Hermann Menge aus dem Jahr 1930. Die Weisheit Jesu, des Sohnes Sirachs. Erster Teil: Das Wesen und der Wert der Weisheit. Ermunterungen und Ratschläge betreffend die Hingabe an sie. Erstens: Die Göttlichkeit der Weisheit. A. Der göttliche Ursprung der Weisheit. Alle Weisheit kommt vom Herrn und ist bei ihm in Ewigkeit. Den Sand am Meer und die Tropfen des Regens und die Tage der Ewigkeit, wer kann sie zählen? Die Höhe des Himmels und die Breite der Erde und das Weltmeer und die Weisheit, wer kann sie ergründen? Früher als dieses alles ist die Weisheit geschaffen und verständige Einsicht ist von Ewigkeit her. Die Quelle der Weisheit ist Gottes Wort in Himmelshöhen und ihre Wege sind die ewigen Gebote. Der Ursprung der Weisheit, wem ward sie offenbart? Und ihre geheimen Pläne, wer hat sie erkannt? Die Erkenntnis der Weisheit, wem ward sie kundgetan? Und ihre reiche Erfahrung, wer hat sie verstanden? Einer ist weise, furchtbar gar sehr, er, der auf seinem Throne sitzt, der Herr. Er ist's, der sie geschaffen und geschaut und gezählt und sie ausgegossen hat über alle seine Werke mit Einschluss alles Fleisches, so viel er ihn eben verlieh. Doch reichlich hat er sie denen gewährt, die ihn lieben. Die Liebe zum Herrn ist herrliche Weisheit, denen er aber erscheint, denen teilt er sie zu, damit sie ihn schauen. B. Mit der Weisheit ist die Gottesfurcht unzertrennlich vereinigt. Die Furcht des Herrn verleiht Ehre und Ruhm und Frohsinn und eine Freudenkrone. Die Furcht des Herrn erfreut das Herz und gibt Frohsinn, Fröhlichkeit und langes Leben. Die Furcht des Herrn ist ein Geschenk vom Herrn, denn sie stellt hin auf die Pfade der Liebe. Wer den Herrn fürchtet, den wird es am Ende wohl ergehen, und am Tage seines Todes wird er gepriesen werden. Die Liebe zum Herrn ist herrliche Weisheit, denen er aber erscheint, denen teilt er sie zu, damit sie ihn schauen. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Den Frommen ist sie im Mutterleibe anerschaffen. Bei den Menschen hat sie sich einen ewigen Wohnsitz gegründet und bei deren Nachkommen wird sie beständig bleiben. Die Furcht des Herrn ist ein gottseliges Wissen. Die Gottseligkeit behütet und macht rechtschaffen das Herz. Freude und Wonne verleiht sie. Dem Gottesfürchtigen wird es wohl ergehen, und zur Zeit seines Endes wird er gesegnet sein. Das Vollmaß der Weisheit ist die Furcht des Herrn, sie macht die Menschen trunken von ihren Früchten. Ihr ganzes Haus füllt sie mit kostbaren Schätzen an und die Vorratskammern mit ihren Erzeugnissen. Die Krone der Weisheit ist die Furcht des Herrn, die da erblühen macht Wohlfahrt und erquickende Gesundheit und das Rühmen denen weit macht, die ihn lieben. Und er sah sie und zählte sie aus. Erkenntnis und kluge Einsicht strömt sie aus und erhöht den Ruhm derer, die sie festhalten. Die Wurzel der Weisheit ist die Furcht des Herrn,
und ihre Zweige sind langes Leben. Die Furcht des Herrn hält die Sünde fern, wer aber in ihr bleibt, wird allen Zorn von sich abwenden. Weisheitsregeln des Spruchdichters. Ungerechter Zorn kann nicht entschuldigt werden, denn der Ausbruch seines Zorns bringt ihn zum Fall. Bis zur rechten Zeit hält der Langmütige an sich, und nachher erwächst in ihm daraus die Freude. Bis zur rechten Zeit verbirgt er seine Worte, und die Lippen vieler werden seine Klugheit preisen. In den Schatzkammern der Weisheit sind einsichtsvolle Sprüche vorhanden, aber dem Sünder ist die Gottesfurcht ein Greuel. Wünschest du dir Weisheit, so halte die Gebote, dann wird der Herr sie dir reichlich bescheren. Denn Weisheit und Bildung besteht in der Furcht des Herrn. Was ihnen aber gefällt, ist die Treue und Sanftmut. Sei nicht ungehorsam gegen die Furcht des Herrn und nahe ihr nicht mit geteiltem Herzen. Tue nicht groß mit ihr vor den Leuten und nimm dich in Acht mit deinen Lippen. Überhebe dich nicht, damit du nicht fallest und dir selbst Schande zuziehst und der Herr dein verborgenes Innere ans Licht bringe und dich inmitten der versammelten Gemeinde zu Boden werfe, weil du in Wirklichkeit dich nicht der Gottesfurcht genaht hattest und dein Herz voll von Falschheit war. C. Mahnungen zur Treue gegen Gott, besonders zur Standhaftigkeit in den Anfechtungen des Leidens. Mein Sohn, wenn du dich entschließt, dem Herrn zu dienen, so mache dich auf Anfechtungen gefasst. Mache fest dein Herz und werde stark, damit du zur Zeit der Not nicht schnell versagst. Hänge ihm an und falle nicht ab von ihm, damit du am Ende groß dastehst. Nimm alles an, was dir widerfahren mag, und sei geduldig in den Wechselfällen deiner Trübsal, denn im Feuer wird das Gold erprobt und die gottgefälligen Menschen im Ofen des Leidens. Vertraue auf den Herrn, so wird er sich deiner annehmen. Hoffe auf ihn, so wird er deinen Weg ebnen. Die ihr den Herrn fürchtet, harret auf sein Erbarmen und weicht nicht ab zur Seite, damit ihr nicht fallet. Die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf ihn, so wird euer Lohn nicht ausbleiben. Die ihr den Herrn fürchtet, hofft auf Gutes, nämlich auf immer frohen Sinn und auf Erbarmen. Blickt hin auf die Geschlechter der Vorzeit und seht, wer hat dem Herrn vertraut und ist zu Schanden geworden? Oder wer ist der Furcht vor ihm treu geblieben und doch von ihm verlassen worden? Oder wer hat ihn angerufen und ist unbeachtet geblieben? Denn barmherzig und gnädig ist der Herr. Er vergibt Sünden und rettet zur Zeit der Not. Wehe den verzagten Herzen und den lässigen Händen und dem Sünder, der auf zweierlei Wegen geht. Wehe dem erschlafften Herzen, weil es kein Vertrauen hat, darum wird es auch nicht beschirmt werden. Wehe euch, die ihr die Ausdauer verloren habt. Was wollt ihr machen, wenn der Herr euch heimsucht? Die den Herr fürchten, sind seinen Worten nicht ungehorsam, und die ihn lieben, halten seine Wege ein. Die den Herrn fürchten, suchen ihm zu gefallen, und die ihn lieben, sind seines Gesetzes voll. Die den Herrn fürchten, machen ihr Herz fest und demütigen vor ihm ihre Seele, indem sie sagen: Wir wollen lieber in die Hände des Herrn fallen, als in die Gewalt der Menschen. Denn so groß seine Herrlichkeit ist,
so groß ist auch sein Erbarmen. Und wie sein Name, so sind auch seine Werke. Zweitens, Ermahnungen zur Betätigung gottwohlgefälliger Weisheit. A. Die Kindespflichten und ihr Lohn. Vernehmt von mir das Recht des Vaters, ihr Kinder, und handelt danach, damit es euch wohl ergehe. Denn der Herr hat dem Vater Ehre verliehen über die Kinder und das Recht der Mutter festgestellt über die Söhne. Wer den Vater ehrt, sühnt Sünden, und einem, der sich Schätze sammelt, gleich der, welcher seine Mutter wert hält. Wer den Vater ehrt, wird Freude an den eigenen Kindern erleben, und so oft er betet, wird er Erhörung finden. Wer seinen Vater hochschätzt, wird lange leben, und wer dem Herrn gehorsam ist, wird seiner Mutter Liebe erweisen. Wer den Herrn fürchtet, ehrt den Vater und dient seinen Eltern wie Herren. Mit Tat und Wort ehre deinen Vater, damit alle Segensverheißungen über dich kommen. Denn des Vaters Segen stellt die Häuser der Kinder fest, aber der Mutter Fluch reißt sie nieder bis auf den Grund. Suche nicht deine Ehre in der Verunehrung deines Vaters, denn in der Schande deines Vaters liegt keine Ehre für dich. Denn die Ehre eines Mannes hängt ab von der Ehre seines Vaters, und der üble Ruf einer Mutter ist eine Schande für die Kinder. Mein Sohn, sei deines Vaters Stütze, wenn er alt wird, und mach ihn keinen Kummer, solange er lebt. Auch wenn seine Geisteskraft abnimmt, halte es ihm zugute und missachte ihn nicht im Vollbesitz deiner Kraft. Denn liebevolles Verhalten gegen den Vater wird dir nicht vergessen werden und dir für deine Sünden zugute kommen. Am Tage der Not wird es dir gedacht werden, und wie Sonnenschein das Eis wegschmilzt, so werden deine Sünden vergehen. Einem Gotteslästerer gleicht, wer seinen Vater verlässt und vom Herrn verflucht ist, wer seine Mutter in Zorn versetzt. B. Lob der Demut und Bescheidenheit, Warnung vor Eigendünkel. Mein Sohn, in Demut vollbringe deine Geschäfte, so wirst du von Gott wohlgefälligen Menschen geliebt werden. Je größer du bist, desto mehr demütige dich, so wirst du vor dem Herrn Gnade finden. Manche sind in hoher Stellung und geehrt, aber den Demütigen werden die Geheimnisse Gottes geoffenbart. Denn groß ist die Macht des Herrn, und von den Demütigen wird er gepriesen, oder an den Demütigen verherrlicht er sich. Was dir zu schwer ist, untersuche nicht, und was über deine Kräfte geht, trachte nicht zu erforschen. Was dir aufgetragen ist, darüber sinne nach, denn das Verborgene geht dich nichts an. Nicht hast du nötig, das Verborgene mit deinen Augen zu schauen. Was über dir obliegende Geschäfte hinausgeht, damit befasse dich nicht vorwitzig. Denn mehr als die Menschen begreifen können, ist dir kundgetan worden. Denn viele hat ihre zu hohe Meinung von sich irregeführt, und böser Dünkel hat ihre Gedanken getäuscht. Hast du keine Augen, so entbehrst du des Lichtes, mangelt dir aber die Einsicht, so rühme dich ihrer nicht. Einem trotzigen Herzen ergeht es zuletzt übel, und wer die Gefahren liebt, kommt darin um. Ein trotziges Herz belastet sich mit Schmerzen, und der Sünder häuft Sünde auf Sünde. Leiden ist für den Hochmütigen kein Heilmittel,
denn das Gewächs der Bosheit hat Wurzel in ihm geschlagen. Das Herz des Einsichtigen durchdenkt die Sinnessprüche, und nach einem aufmerksamen Zuhörer steht das Verlangen des Weisen. Wasser löscht ein loderndes Feuer aus, und Mitleid tilgt Sünden. Wer Liebeserweise vergilt, ist auf die Zukunft bedacht und wird zu der Zeit, wo er zu Falle kommt, eine Stütze finden. C. Die Weisheit im Bereich der Nächstenliebe. Die Pflichten gegen die Armen und Unterdrückten. Mein Sohn, entziehe dem Armen nicht den Lebensunterhalt und lass die Augen der Dürftigen nicht lange schmachten. Eine hungrige Seele fahre nicht an und kränke keinen Menschen in seiner Not. Ein verbittertes Herz reize nicht noch mehr und lass den Hilfsbedürftigen nicht auf deine Gabe warten. Einen Bittenden weise nicht ab in seiner Notlage und wende dein Antlitz nicht weg vom Armen. Vom Bittenden wende dein Auge nicht ab und gib niemanden Anlass, dir zu fluchen. Denn wenn er dir flucht in seines Herzens Verbitterung, so wird sein Schöpfer sein Flehen erhören. Mache dich beliebt bei der Gemeinde und vor dem Hochstehenden beuge dein Haupt. Neige dem Armen dein Ohr zu und erwidere seinen Gruß freundlich. Rette den Bedrängten aus der Hand seiner Bedränger und sei nicht kleinmütig, wenn du ein Urteil abgeben musst. Sei den Weisen wie ein Vater und ihrer Mutter anstatt des Gatten. So wirst du sein wie ein Sohn des Höchsten, und er wird dir mehr Liebe erweisen als deine eigene Mutter. Die segensreichen Früchte und die Betätigung der rechten Weisheit. Die Weisheit erhöht ihre Kinder und nimmt sich derer an, die sie suchen. Wer sie liebt, liebt das Leben, und die ihr eifrig nachtrachten, haben Freude in Fülle. Wer sich in ihren Besitz setzt, gewinnt Ruhm, und wohin er geht, da segnet ihn der Herr. Die ihr dienen, leisten dem Heiligen Dienst, und die sie lieben, die liebt auch der Herr. Wer auf sie hört, wird recht richten, und wer sich zu ihr hält, wird sicher wohnen. Wer Vertrauen zu ihr hat, wird sie erwerben, und in ihrem Besitz werden auch seine Nachkommen bleiben. Denn zuerst geht sie in Verstellung mit ihm und erprobt ihn durch Versuchungen. Furcht und Zagen bringt sie über ihn und quält ihn mit ihrer Zucht, bis sie Vertrauen zu ihm gefasst und ihn erprobt hat in der Beobachtung ihrer Vorschriften. Dann aber kommt sie umgekehrt auf geradem Wege zu ihm und erfreut ihn und offenbart ihm ihre Geheimnisse. Wenn er aber von ihr abfällt, so verlässt sie ihn und gibt ihn seinem Verderben preis. Verschiedene Ermahnungen bezüglich wahrer und falscher Scham und Behufsvermeidung der Sünde. Mein Sohn, richte dich nach der Zeit und hüte dich vor dem Bösen und schäme dich deiner Überzeugung nicht. Denn es gibt eine Scham, die zur Sünde führt, und es gibt eine Scham, die Ehre und Anerkennung verschafft. Nimm für niemand Partei gegen dein Gewissen und hege keine falsche Scheu zu deinem Verderben. Halte mit der Rede nicht zurück, wenn noch Zeit zur Rettung ist, und verbirg deine Weisheit nicht, um Ruhm zu gewinnen. Denn durch die Rede wird die Weisheit erkannt und die Einsicht durch die Worte der Zunge. Widersprich nie der Wahrheit, schäme dich aber deiner mangelhaften Bildung. Schäme dich nicht, deine Sünden zu bekennen und suche nicht, die Strömung des Flusses zu bezwingen. Stelle dich nicht einem törichten Menschen zur Verfügung
und nimm keine Rücksicht auf den Mächtigen. Bis zum Tode kämpfe für die Wahrheit, so wird auch Gott der Herr für dich streiten. Sei nicht großsprecherisch mit deiner Zunge und lässig und träge in deinem Tun. Sei nicht wie ein Löwe in deinem Hause und nicht argwöhnisch unter deinen Hausgenossen. Lass deine Hand nicht ausgestreckt sein zum Nehmen und festgeschlossen beim Wiedererstatten. D. Weitere Sittenregeln und Pflichten des Weisen. Warnung vor gefährlicher Sicherheit und Unterweisung über den Gebrauch der Zunge. Verlass dich nicht auf deinen Reichtum und sage nicht, ich habe genug. Folge nicht deinen Gelüsten und deiner Kraft, dass du nach den Begierden deines Herzens wandelst und sage nicht, wer hat mir zu befehlen? Denn der Herr, der Recht übt, wird dich büßen lassen. Sage nicht, ich habe gesündigt, und was hat's mir geschadet? Denn der Herr ist langmütig. In Bezug auf Vergebung sei nicht ohne Bangen, so dass du Sünde auf Sünden häufst. Und sage nicht, sein Erbarmen ist groß, er wird mir schon meine vielen Sünden vergeben. Denn bei ihm ist wohl Erbarmen, aber auch Zorn, und auf den Sündern lastet sein Grimm. Säume nicht, dich zum Herrn zu bekehren, und verschieb es nicht von einem Tag zum anderen, denn plötzlich kommt der Zorn des Herrn zum Ausbruch, und am Tage der Vergeltung würdest du umkommen. Verlass dich nicht auf unrechtes Gut, denn am Tage der Heimsuchung wird es dir nichts nützen. Worfle nicht bei jedem Winde und geh nicht auf jeglichen Pfade, so macht es der doppelzüngige Sünder. Bleibe fest bei deiner Überzeugung und lass deine Rede immer eine und dieselbe sein. Sei schnell bereit zum Hören, aber langsam lass deine Antwort hören. Hast du Einsicht? So antworte dem anderen, wo nicht, so lass deine Hand auf deinem Munde liegen. Ehre und Schande liegen in der Rede, und des Menschen Zunge kann ihn zu Fall bringen. Lass dich nicht doppelzüngig nennen und gebrauche deine Zunge nicht zur Hinterlist, denn dem Diebe wird Schande zuteil und böser Schimpf dem Doppelzüngigen. Verfehle dich nicht, weder im Großen noch im Kleinen, und statt eines Freundes beweise dich nicht als Feind. Denn einen üblen Namen, Schimpf und Schande, würdest du davontragen. So gebührt es dem doppelzüngigen Sünder. Gib dich nicht völlig dem Willen deiner Leidenschaft hin, damit sie nicht wie ein Stier deine Kraft abweidet. Deine Blätter wird sie abfressen und deine Früchte verzehren und dich stehen lassen wie einen dürren Baum. Böse Leidenschaft richtet ihren Besitzer zugrunde und macht ihn zur Schadenfreude seiner Feinde. Die Wahrheit macht frei. Wenn es nicht frei macht, dann ist es der falsche Weg. Wer der Lüge Glauben schenkt, der verliert die Wahrheit und sein Leben. Sei wachsam und lass dich nicht verführen. Gehe den geraden Weg nicht zurück, wenn du zweifelst. Dein Rat ist wertvoller als Gold. Vielen Dank. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de.